Hallo Leute, heute ist ganz schön warm. Und da dachte ich, jetzt noch was draußen am Lagerfeuer kochen, muss nicht sein. Ich esse also gerne auch was Kaltes an heißen Tagen. Und da mache ich eine Videoantwort für den Hans-Dieter. Grüß dich. Und ich mache heute einen Wildsalat. Ich gehe ein bisschen hier rum in der Gegend, suche mir ein bisschen Kräuter. Und da unten sehe ich Giersch. Das müsste der Frauenmantel sein. Die Taubnessel. Hirtentäschel. Die Brennnessel mit all ihren guten Pflanzen, sekundären Pflanzenstoffen darf natürlich auch nicht fehlen. Etwas Schafgarbe. Ah, da habe ich sie endlich gefunden, die Knoblauchsrauke. Die brauche ich für Geschmack. Und dann schneiden wir sie. Ich glaube, da hinten ist ein schönes Plätzchen. Auch wenn es ein bisschen dunkel ist, aber da gibt es einen Tisch. Oh, das ist ein gutes Plätzchen. Da werde ich mir jetzt den Salat machen. So, fertig gesammelt. Und das wird jetzt mit dem Cuscadi Sort mundgerecht gemacht. Und wir sollen ja dabei noch einen Witz erzählen. Ich bin absolut kein guter Witzerzähler. Deswegen gibt es zwei hohle Witze. Passend zum Thema Salat vielleicht. Der erste: Treffen sich zwei fliegende Mohrrüben. Sagt die eine zu der anderen: Guck mal, da ist ein Hub. Schrapp, 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 schrapp. Und treffen sich zwei verlaufene Erbsen im Hochhaus, sagt die eine zu der anderen: Schau mal, da ist eine Treppe. Naja, ich habe noch ein ganz bisschen Gurke klein geschnitten, von zu Hause mitgenommen, damit es noch ein bisschen mehr Material nimmt. Dann ein Kräutermix und noch ein paar Walnüsse. Und da drüber, ich meine, nicht Kräutermix, Körnermix und zwei Datteln oder sonstige Trockenfrüchte mache ich auch dazu. Dann nimmt es ein bisschen die Bitterkeit. So. Und noch die Zwiebel. Eine Prise Himalaya-Salz und etwas Öl. Jetzt mache ich ein bisschen sauber hier, rühre das alles dumm rum und dann geht's ans Mampfen. Also, dann einen guten Appetit. Schon relativ bitter.
Aber das Öl und die Datteln, die Körner, geröstete Sesam, macht es richtig nussig. So, ich esse noch zu Ende. Dann geht es heute schon wieder nach Hause. Ich wünsche euch alles Gute. Leute, esst Wildsalat, so viel ihr jetzt könnt. Da sind so viele sekundäre Pflanzenstoffe drin. So viel Gutes. Der Salat besteht jetzt zu, ich sage mal, über drei Viertel nur aus Wildkräutern, die ich gerade hier im Umkreis von einer Viertelstunde zusammengesammelt habe. Bisschen Sesam, bisschen Sonnenblumenkerne, Öl, eine Prise Salz, eben wenn man ganz bisschen Gurke oder was hat, dann nimmt es mehr Füllung. Kann ich nur empfehlen. Und tschüss.